was bisher in Alone in the Dark geschah. Wir treffen uns im Museum, Edward. Raum 943. Verdammt! Wir sitzen echt in der Scheiße. Ich bin Sarah Flores. Sie sind kein Polizist. Sie wissen so viel wie ich. Super, mein Retter ist noch mehr im Eimer als ich. Versuch ja nicht, die Situation auszunutzen. Das hättest du wohl gern. Alles okay? Nein, nichts ist okay. Dieser Schnitt geht bis fast auf den Knochen. Mir geht's gut. Ein Krankenwagen! Kommen Sie her! Mein Gott! Wer zum Teufel bin ich? Was machen die Erinnerungen, Mr. Carnby? Carnby? Ja, so heißen Sie, Sie dämlicher Trottel. Edward! Schon vermisst? Professor Edward Carnby. Forscher für paranormale Aktivitäten, hä? Verschwand 1938 unter seltsamen Umständen. Dann wären Sie ja 100 Jahre alt. Das muss ein Fehler sein. Heute Nacht aufzuwachen war ein Fehler. Keine Panik, Edward. Dafür gibt es bestimmt eine logische Erklärung. Tja, wie dem auch sei. Ich schicke Ihnen die Daten aufs Handy. Dann können Sie, naja, irgendwas. Doc, der nächste Notruf. Okay, wir müssen los. Kommen Sie beide mit? Nur Sie. Ich gehe zum Museum. Ein Dreck tue ich. Bin ich hier vielleicht sicher? Mach keinen Mist, sonst erschieße ich dich persönlich. Ach, du bist ein echtes Herzchen. Danke, Doc. Viel Glück. Ich kenne diesen Ort. Hier finden wir vielleicht etwas... Und damit hallo und herzlich willkommen mal wieder zurück zu Alone in the Dark. Ja, ich mag eigentlich die Beziehung zwischen diesen beiden Hauptcharakteren. Die finde ich richtig genial eigentlich irgendwie. Also die machen sich gegenseitig irgendwie... Weiß ich nicht, die machen sich nicht runter, die ergänzen sich irgendwie. Die sind irgendwie... Ich mag die Beziehung einfach. Die sind, weiß ich nicht, nicht Freunde, nicht Verliebte, sondern einfach... Ich weiß es nicht. Einfach so Leute, die sich gerne necken. Na egal. Gut, das hier ist diese Akte, die er über mich gefunden hat, die sehr, sehr eigenartig ist, dass wir schon über 100 Jahre alt sein sollen. Sehr komisch, war eine interessante Wendung. So, und jetzt gehen wir hier weiter. Ich habe ja letztens schon versucht, das viele Male aufzunehmen, was leider nicht geklappt hat, weil ich ständig nach dieser Szene, die wir gerade gesehen haben, umgefallen bin und einfach so gestorben bin, ohne jeden ersichtlichen Grund. Aber mittlerweile hat das leider geklappt. Allerdings musste ich dafür das gesamte Spiel deinstallieren und jetzt neu installieren. Also wundert euch nicht, dass ich jetzt hier den Anfang so ein bisschen kenne. Warum läufst du denn so vor? Hallo? Geht's noch? Ich weiß, dass wir jetzt zu dem Auto müssen und dann eine brisante Fahrt erledigen müssen. Jetzt kommen diese fliegenden Dinger. Die mag ich nicht unbedingt. Also ich will nicht, dass die an mich rankommen. Deswegen wollen wir hier ganz schnell lieber... Au, in das Auto. Ja, das ist das letzte Mal irgendwie auch passiert, dass ich so einfach gestorben bin durch... ohne jeden ersichtlichen Grund. Das muss ein Fehler sein. Heute gefällt mir jetzt nicht wirklich. War ein Fehler. Jetzt kommt diese Szene nochmal. Ich hoffe jetzt, dass dieser Fehler nicht nochmal auftritt. Keine Panik, wenn dieser Fehler jetzt wirklich nochmal auftritt, dann hat das erklären. Leider auch nichts genützt, was ich getan habe. Dann können Sie, naja, aber ich weiß ja, vorher war es zum Beispiel nicht so, dass ich einfach so gestorben bin. Also nach einem Schlag bin ich eigentlich nie gestorben. Ich meine, diese Dinger, die können mich doch nicht instant töten. Das ist, glaube ich, nicht im Spiel so vorgesehen. Danke, Doc. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt auch wieder zusammenhängt mit meiner Aufnahme, mit Fraps, dass da irgendetwas schief läuft. Ich hoffe, ich fahre jetzt nicht einfach um. Doch, es passiert leider wieder, also... Es tut mir sehr, sehr leid, aber ihr seht ja, was passiert. Ich falle ständig um und damit muss ich leider sagen, ich bin am Ende mit meinen Ideen, was ich machen kann. Ich weiß leider nicht, was passiert ist, aber... Ich kann jetzt leider nur noch sagen, dass Let's Play von mir aus muss hier leider dann damit beendet werden. Ich mach's nicht gerne, aber
Naja, irgendwas. Ich sehe halt keinen anderen Weg, wie ich das sonst machen soll. Ich meine, jedes Mal, wenn ich von irgendeinem Vieh getroffen werde, werde ich sterben. Jedes Mal, nachdem ich einmal gestorben bin, wird die Szene wieder neu anfangen und ich werde einfach umfallen und es wird einfach so weitergehen. Danke, Doc. Viel Glück. Das tut mir zwar sehr leid und ich würde gerne was dagegen machen. Ich hätte gerne dieses Spiel weitergespielt. Ich werde es auch noch unabhängig von euch machen. Wir machen jetzt hier mal Pause, weil ihr seht ja, es passiert ständig dasselbe. Also wie gesagt, wir waren jetzt erst in der Hälfte des Spiels. Wir waren bei Episode 4, 8 Episoden gibt es. Und ich weiß leider nicht, was ich gegen machen soll. Es tut mir sehr, sehr leid. Aber damit muss ich dieses Let's Play Alone in the Dark leider, leider beenden. Und sagen, es ist vorbei. Schade. Nun gut, aber ich habe noch einige neue Projekte und als Ersatz kriegt er ja auch noch was anderes zu sehen. Wie gesagt, tut mir sehr, sehr leid. Hätte ich gerne gemacht. Also das Spiel hat durchaus Potenzial. Ich kann ja meine, sag ich mal, wie nenne ich das denn jetzt, meine Auswertung von dem Spiel jetzt schon geben. Also wie gesagt, es hatte durchaus viel Potenzial. Es ist jetzt ein älteres Spiel, deswegen berücksichtige ich die Grafik da nicht. Zu dem damaligen Zeitpunkt, ich glaube 2008, war diese Grafik schon wirklich gut. Das Einzige, was halt wirklich sehr, sehr stört, ist die Steuerung. Die Steuerung ist aus jeder Kameraperspektive, aus jedem Winkel immer die gleiche. Halt nach vorne ist W und also ganz normal WSAD nach vorne, hinten, links, rechts. Und wenn man das halt das Ganze von vorne sieht, dann muss man halt komplett andersrum denken. Man drückt also ja aus seiner Kameraperspektive nach hinten, um dann nach vorne zu gehen. Also ihr versteht, wenn man sich meine. Wenn man das Ganze seitenverkehrt sieht, dann ist es halt immer noch die gleiche Steuerung, bloß man muss seitenverkehrt denken und das ist blöd. Na gut, also ich würde dem Spiel gerne die Chance lassen, dass ich zu Ende spiele. Vielleicht wisst ihr ja eine Möglichkeit, ihr kennt vielleicht diesen Fehler. Ich bin leider am Ende meiner Kräfte und würde sagen, das war's von Alone in the Dark vorerst. Falls ihr nicht noch eine Möglichkeit findet, war's das generell. Und wir sind raus.